Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und dieses Mal haben wir eine Weltpremiere und zwar ein Game Gear Titel. Ja, dazu habe ich mir einfach die Game FAQ-Liste mal angeschaut. Die drei schlechtesten Spiele laut User-Bewertung, was das sind. Das schlechteste war Rise of the Robots. Ich weiß, boah, das hat es echt auch aufs Game Gear geschafft. Das hat mich selbst auch sehr überrascht. Das vorletzte war Home Alone. Und der dritte Platz ging an die Schlümpfe Reisen um die Welt. Da ich mich nicht entscheiden konnte und ich vielleicht nicht unbedingt nochmal Rise of the Robots machen wollte, weil das habe ich ja schon für Super Nintendo gemacht, habe ich bei Twitter eine kurze Umfrage gestartet und die meisten Leute haben für die Schlümpfe gestimmt. Keine Angst, Home Alone werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann mal behandeln. Also, schauen wir mal rein. Ich habe mir mal kurz zur Vorbereitung ein YouTube-Video angeschaut. Da sah das gar nicht so schlecht aus, jetzt zumindest jetzt vom Technischen her. Aber schauen wir mal auf jeden Fall. Ja, wir haben hier natürlich eine dramatische Story. Okay, Afrika, North Pole, Music on, Level easy. Ja, ich würde sagen, weil ich habe gelesen, dass es vor allen Dingen so schlecht bewertet, weil es so schwer ist. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben erstmal bei easy auf jeden Fall. Okay, ich habe auf jeden Fall die Auswahl zwischen Afrika und dem Nordpol. Hat natürlich jetzt so ein bisschen den Vibe von DuckTales, wo man seine eigenen Stages nicht aussuchen konnte. Ja, machen wir mal Afrika, würde ich sagen, ne? Das erste. So ein bisschen bei dem Wetter, so ein bisschen Sonne und Wärme können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. So, Afrika. Okay. Kann laufen, hier kann er treten. Ja. Das wird als Angriff wahrscheinlich so dieses berühmte, die Reichweite ist viel zu kurz sein. Aber na, schauen wir mal. Springen können wir natürlich. Dann schauen wir mal. Eigentlich die Steuerung an sich fühlt sich eigentlich ganz solide an, würde ich sagen. Also schlecht zumindest nicht. Okay. Also sagt die Grafik, die finde ich gar nicht so verkehrt. Also, ja. Oh, okay. Ja. Jetzt verschwindet er wieder. Ich dachte schon, jetzt haben wir das Level quasi geschafft. Also, so schwer ist das eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, das habe ich auch mal... Das kommt mir sehr bekannt vor irgendwie, so von der Aufmachung her. Habe ich da schon einen Gameboy-Test zu gemacht oder habe ich da nur kurz reingespielt? Da bin ich mir gerade unsicher. Weil ich habe das Spiel hier auf jeden Fall auch auf den Gameboy rumliegen. Oh, okay. Das war jetzt mein Fehler vielleicht. Also so Eiseindruck so mies, dass es wirklich das mit so das schlechteste Spiel ist, das sehe ich persönlich jetzt nicht. Also vielleicht kommt da jetzt noch was, keine Ahnung. Wobei das natürlich auch für den Game Gear sprechen würde, ne? Also wenn es das quasi das drittschlechteste Spiel wäre und das gar nicht so kacke ist, dann spricht das eigentlich für die Game Gear Bibliothek. So, zack. Ich bin mir unsicher, wozu ich diese Äpfel brauche, ehrlich gesagt. So, okay. Das Problem ist halt hier, was halt viele Game Gear Spieler haben, weil die Auflösung von dem Bildschirm so klein ist, sieht man halt oft nicht sehr weit. Zum Beispiel hier, keine Ahnung, ob ich hier direkt runterspringen kann oder man muss das halt einfach riskieren. Und hier bei den Krokodilen muss man sich halt so... Ja, okay, das war jetzt unfair. Den Affen konnte ich jetzt überhaupt nicht ausweichen. Jetzt muss ich hier mal unten gucken. Ich bleib im Zweifel einfach unten. Bevor ich da jetzt so ein... Okay. Gut. Dann muss ich wahrscheinlich noch irgendwas einsammeln oder sowas, nehme ich mal fast an. Komm her, zack. Joa. Ja, das ist ein Diamant. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das jetzt ganz auf easy spiele, aber eigentlich so schlimm finde ich es gar nicht. Ach, ich muss bestimmt eine gewisse Anzahl dieser Diamanten einsammeln. Gut. Also, dass ich jetzt dauernd sterbe, das kann natürlich auch an meiner Unfähigkeit liegen. Ich bin halt nicht so der Oberchecker, was Plattformen angeht, muss ich gestehen. War ich noch nie. Okay, an den Affen jetzt ranzukommen, ist natürlich gar nicht so einfach. Okay, da ist ein Diamant. Also, ich muss jetzt... Ah, aber immerhin, obwohl ich gestorben bin, hat er die Anzahl dieser Diamanten behalten. Also,
könnte schlimmer sein. Also es liegt zumindest nicht an der Steuerung. Und die Technik, wie gesagt, die finde ich eigentlich sehr charmant und solide umgesetzt. Okay, jetzt haben wir... Ach, ist das unsere Anzeige, wie viel ich noch einsammeln muss? Ich dachte, wie viel ich habe. Ich hatte jetzt vorher 5. Und jetzt habe ich 4. Das heißt, ich muss noch 4 finden? So groß war das Level doch gar nicht. Oh, das war jetzt aber knapp. Okay, ein Leben haben wir noch. Das sieht die Anzahl doch nicht. Okay, ich muss 6 Stück finden. Gut. Ja, das ist hier aber auch so ein bisschen, ne? Warum haben sie die Plattform nicht so gemacht, dass man da direkt drauf springen kann? Weil so muss man immer den Umweg machen über die Astgabelung. Und dadurch wird man natürlich von dem Affen abgeworfen. Also das hätte man besser machen können. So, also 5 Diamanten noch. Oder Edelstein, Splitter, keine Ahnung, was das sein soll. Ich hab den doch getroffen. So. Ich dachte, ich hab den getroffen. Aber da war vielleicht hier das, den Felsen oder was das sein soll da im Weg. Sound geht eigentlich auch, ist natürlich entsprechend 8-Bit Handheld relativ dudelig, ne, aber würde ich jetzt nicht als allzu schlimm bezeichnen. Ja, also diese Affen sind natürlich nervig. So. Dann noch hier rüber. Also ja, das ist das Einzige, das mag ich aber wieder die Stelle, ne, da kann man nicht anders als sich verletzen. Das ist schon irgendwie unfair. Das Ding sieht fast aus wie diese großen Fleischbällchen, ne? So. Okay. Ich dachte, ich kann mich da drunter wegducken. Ich springe es einfach mal. Okay, einen muss ich noch finden. Also für das erste Level haben sie das dann aber ganz schön versteckt, oder? Ich war doch eigentlich überall. Ich weiß vielleicht, wo die Schwierigkeit herkommt. Und zwar dadurch, dass es nicht sehr geradlinig aufgebaut ist. Aha! Ne, dieses blinde Springen, das mag ich ja nie. Okay. Es ist nicht einfach, aber es ist jetzt auch nicht frustrierend schwer auf jeden Fall. Wir versuchen hier mal den Nordpol. Dass wir auch mal was anderes sehen, auf jeden Fall. Okay, hier haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass man so ein bisschen rutscht. Das bemängle ich ja meistens in Spielen. Aber da wir uns hier auf Eis befinden. Ach, die Gegner hinterlassen auch diese Splitter, okay. Selbstmörderfisch. Also da habe ich schon wesentlich schlechtere Titel gespielt in dieser Serie. Also so... Oh. Okay, da war ich jetzt zu langsam mit dem Knopf drücken. Also gut. So gesehen, auf einfach... Müsste es eigentlich auch wirklich einfach sein. Ne? Aber andererseits... Auf einfach ist ja meistens wirklich nur so, dass man dann mehr Leben und sowas hat. Es ist ja der Aufbau des Levels, was jetzt etwas schwer ist, ne? Wie gesagt, halt solche Faktoren wie zum Beispiel dieses blinde Springen irgendwo hin. Ich frag mich, wozu... Na, komm her. Ich frag mich, wozu diese einsammelbaren Dinger... was da sind. Okay, hier haben es anscheinend die Walrösse. Die sind natürlich nicht einfach zu bekämpfen, ne? Wenn man drauf springt, dann gehen sie nicht sofort tot. Hier, so zack. Man kann es eigentlich nur töten und sich dann irgendwie verletzen, weil mit dem Tritt hier, da will ich mich erst gar nicht ranwagen. Was haben wir hier? Okay, wir müssen einmal rüber. Ah! Aber auch so mutig, weil das kann man ja auch ja als erstes Level spielen. Hier so ein Eis-Level gleich zu Anfang zu machen. Normalerweise ist das denn ja so Mario-typisch oder sowas dann eher in den späteren Leveln, wenn man es schon etwas
mehr drauf hat, okay. Na, ja, warum verletze ich mich denn? Ich bin doch da prima draufgesprungen. Verstehe ich nicht. Oder muss man auf den Kopf springen und darf nicht auf den Schwanz springen? Also den. Ihr wisst schon. Gut, so langsam geht mir auch die Musik so ein bisschen auf den Keks. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, wieder von ganz vorne. Okay. Ich kann's. Hier. Ich stand eigentlich nur daneben, weil ich jetzt mal diesen Trittangriff machen wollte. Man kann ihn nicht töten, ohne sich selber zu verletzen. Ist, glaube ich, unmöglich. Leider. Ist natürlich stark uncool, würde ich es mal sagen. Diese Schneehaufen, die sind aber auch gut im Hintergrund getarnt, würde ich sagen. Ja, also je länger man spielt, desto mehr verstehe ich, aber dass es das zweitschlechteste oder das drittschlechteste Spiel auf dem System ist, mag ich jetzt auch nicht, glaube ich. Ich meine, wie gesagt, es hat halt so kleine Kinderkrankheiten wie sowas hier. Aber da muss es doch Schlechteres geben. Ach, da komme ich nicht und zack. Boink. Da hat mir der Fisch geholfen. So, hier Mr. Schneehaufen. Einmal runterspringen. So. Nicht, dass ich da wieder getötet werde. Ach, und da, selbst da habe ich verletzt, weil der ja neuen Stein da oben sich her beschworen hat. Ja, ehrlich. Wenn ich jetzt noch zwei Walrösser töten muss, ich schaff's ja nie, ohne mich selber zu verletzen, ne? Und die Levelgestaltung ist natürlich auch relativ eintönig, würde ich sagen. Zack. Abwarten und... Mann! Ey. Das war jetzt aber nicht nett. Okay, komm. Ein Versuch noch. Dann soll es das auch gereicht haben. Okay, also muss ich zack, einmal am Kopf springen. Und... Oh! Bisschen zu kurz der Sprung. Weil ich denke mal, die richtige Taktik, diese Walrösser zu besiegen, ist wirklich hinzugehen, einmal auf den Kopf zu springen, dann zurück, den Schuss abzuwarten und wieder drauf zu springen. Will ich jetzt einfach mal sagen. Ah, Mist. Habe ich zu spät gesehen. Ich achte auf die Dinger irgendwie nicht. Na, das habe ich wieder falsch gemacht, ne? Gerade gesagt. Also das ist wirklich... Wie will man das denn schaffen? Und das ist ein erstes Level, Freunde, ne? Ich will nicht wissen, wie die späteren sind. Ganz ehrlich. Also es ist schon... Es wird einen unnötig schwer gemacht. Okay, hier mit der Plattform oben, das ist relativ chillig. Wenn die bei jedem der Walrösser wäre, wäre es auch kein Problem. Also es ist... Es wird unnötig schwer gemacht, auf jeden Fall. Auch sein extra Leben eingesammelt. Okay, so und... Oh, komm. Keine Ahnung. Wenn man nur Millimeter das Ganze daneben setzt, also dafür, dass ein Schlümpfe-Spiel ja eher an, ich sag mal, kleinere Kinder irgendwie gezielt ist. Und ich finde es halt auch hier einfach öde, dass man die Splitter jetzt nicht irgendwie einsammeln muss, sondern hier einfach diese Weihre... Habt das gesehen? Ich hab's fast wieder vergessen. Gerade so, natürlich durch mein enormes Können richtig ausgewichen. So, jetzt haben wir den letzten. Zack. Hey, ich schaff das Level. Oh. Guck mal, das sieht ganz traurig aus. Wieso hast du kein... Schon ein bisschen makaber, oder? Dass wir jetzt auf der Leiche Trampolin spielen. Ha! Aber der hat keinen Splitter hinterlassen, was schon mal relativ uncool ist, würde ich sagen. Aber immerhin kann man mit seiner Leiche spielen. Hm. Was wollen uns die Schlümpfe damit sagen? Hm?
Okay, hier ist so einer, komm. So, Splitter. Wir haben ein Level geschafft. Hey! Okay, es geht auf jeden Fall im selben Land weiter. Warum fliegt hier ein Papagei rum? Dann hätten sie doch wenigstens Pinguin nehmen können. Okay, die können nicht fliegen, aber... Eine Möwe oder irgendwie sowas, aber ein Papagei? Da geht es anscheinend nicht weiter. Ja, das spawnt natürlich gleich wieder, ist klar. So. Ah, es hangeln muss. Ich dachte schon, der hat uns jetzt gerade erwischt. Oh, von der Musik her geht's eigentlich, ne? Soll es eigentlich Eisbären sein? Ja, toll. Wie soll ich denn auf den draufspringen, wenn ich denn immer auf den Iglo lande? Leute. Wo sie denn treten, ey? Oh. Immerhin tötet mich das Wasser nicht gleich. Ja, das konnte ich jetzt nicht wissen. Zack. Oh, es wäre so cool, wenn man auf den Eiswürfel hier denn drauf surfen könnte, quasi, ne? Also für den Eindruck, den macht es auf jeden Fall. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Wo komme ich da hoch? Hier? Ne, gibt es irgendwie so einen Supersprung? Na. Boah. Ha! Ich sehe schon, es wird eine relativ lange Folge. Ich halte relativ lange durch. Das zeigt aber auch, dass das Spiel, wie gesagt, nicht... auch wenn ich mich jetzt die ganze Zeit wiederhole, ich weiß, es ist nicht komplett kacke. Es ist nicht, ich sag mal, schön spielbar. Das ist es nicht. Aber auch jetzt nicht so kaputt wie... so manch anderes Spiel, was ich hier bisher gespielt habe. Es ist halt unnötig verschachtelt und kompliziert. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Leute. Der macht da keine Plattform hin, wenn ich da nicht hoch kann. Ganz ehrlich. Sowas hasse ich ja immer, ne? Hier könntest du hoch. Aber kannst du nicht. Haha. Was ist das denn hier? Da war endlich ein Pinguin. Na. Ja, komm. So. Ich werde der Pinguin ist jetzt wieder da, ne? Bestimmt. Ja, komm. Okay, jetzt bin ich eh tot. Aber ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr. Also wie gesagt, das Spiel ist solide. Ist okay. Drittschlechtes Spiel, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Game Gear Bibliothek hier auch nicht so sehr aus, aber da gibt es bestimmt Schlechteres als das. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch über Twitter folgen würdet, um solche Umfragen auch mitzukriegen. Den entsprechenden Link habt ihr oben. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.